So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Runde PvP-Action mit unserer leeren Elfkriegerin. Dürfen wir mal wieder in Auge des Sturms rangehen? Schon lange nicht mehr gespielt, freue ich mich drauf. Bin ich mal gespannt, wie es so mit unserer Kriegerin sein wird, das Ganze hier anzugehen. Auf jeden Fall habe ich dich im Blick, Blutelfenturm. Ich sehe dich schon von rechts. Keine Sorge, Papa wird auf jeden Fall da nochmal dazu stoßen. Apropos Blutelfenturm, ich freue mich wirklich auf BFA. Also es steht ja schon quasi vor der Tür, es ist nicht mehr allzu weit entfernt, nicht mal einen Monat könnte man sagen, nur noch ein paar Wochen. Und ich bin wirklich gespannt, wie es sein wird. Ich habe mich im Vorfeld null gespoilert, nichts. Man muss auch bedenken, ich habe den PTR-Zugang, also sprich die Beta, aber ich habe mich null spoilern lassen. Es gibt halt Leute so wie Craft, die machen schon vorweg Videos darüber und das ist ja alles cool und legitim, klar, kann man ja machen, dafür ist ja auch eine Beta da. Aber für mich macht das überhaupt keinen Sinn. Wirklich null Sinn. Ich meine, wenn man bedenkt, ich bezahle letztendlich 50 Euro, 50 bis 60 Euro, je nachdem, wo man es vielleicht kauft, mit Angebot, dies, das. Aber ich bezahle dafür 50 bis 60 Euro und wenn ich schon die Beta gespielt habe, weiß ich schon so gut wie die Hälfte des Spiels. Zum Beispiel, wie die Dungeons sind, wie das Questen so aufgebaut ist und so weiter und so fort. Und da frage ich mich meistens, wo ist dann der Sinn? Ich spiele dann das Spiel und hab dann null Überraschung, weil ich alles schon von der Beta vorweg weiß, wie es sein wird. Natürlich, Endcontent-technisch wird sich da nochmal viel tun, klar. Aber halt, so das ganze Leveln und die Dungeons, das kannst du schon im Vorfeld wissen. Und wahrscheinlich werden sie auch noch den ersten Schlachtzug oder so aufmachen. Wo sie dann auch, wo man dann spätestens auch nochmal sehen kann, wie der Schlachtzug dann so aufgebaut sein wird. Das sehe ich nicht ein. Oder besser, was heißt, ich sehe es nicht ein. Aber für mich wäre das nichts. Ich will halt irgendwo, wenn ich für das Geld, was ich bezahle, noch irgendwo überrascht werden. Ich habe mich wirklich lore-technisch, quest-technisch, dungeon-technisch oder schlachtzugstechnisch null informiert. Das Einzige, wo ich mich nur informiert habe und ein bisschen geschaut habe, ist, was erwartet uns? Wie ändern sich gewisse Klassen? Welche neuen Modis kommen? Was sind so die neuen Gimmicks quasi aus der ganzen Sache? Was erwarten wir aus diesem neuen Add-on quasi. Das ist wirklich so das Einzige, wo ich mich gespoilert habe. Sonst null. Null, nada, niente, gar nicht. Oh, du wirst ja ziemlich wegrasiert. Hoho, ja, du bist ein bisschen spät dran für die Party. Da habe ich schon ein bisschen aufgeräumt, falls es dir nicht aufgefallen ist. Nee, aber das war's. Wirklich nur sowas. So diese ganzen Kriegsfronten und wie das diese Trennung von PvP und PvE sein wird. Und das war's eigentlich. Und Inselexpedition, sowas halt. Aber alles andere nicht. Und halt, wie sich gewisse Klassen ändern, damit man sich schon vorweg darauf einstellen kann. Zum Beispiel, wie ändert sich der Schurke? Wie ändert sich der Krieger? Wie ändert sich der Demon Hunter? Aber das war's auch. So der inhaltliche Teil, so das, was uns erwartet, die Levelphase und alles drum und dran. Null Interesse. Ich möchte mich doch da nicht spoilern lassen und warte eher darauf, bis das Spiel dann wirklich released ist, dass wir es so am eigenen Haupt, wenn das Spiel wirklich draußen ist, keine Beta, wirklich das komplette Spiel da ist, dass ich uns da überraschen lassen kann. Das ist so, warum ihr auf meinem Kanal null seht. Gerade null. Bezüglich BFA, deswegen seht ihr hier nichts. Leider. Es ist halt, wie gesagt, es gibt halt Leute, die tun das. Ist ja auch völlig okay, kann man ja wie gesagt machen. Für mich wäre das aber, wie gesagt, nichts. Ist leider nicht so mein Ding. So, jetzt wird gerichtet, Alte. Jawohl, so. Alleine bist du hier, Kollege. Boom, Chakalaka, das war's. Blutelfenturm ist unser. Alter, wie oft spielen wir... Also immer, wenn wir Auge des Sturms spielen, du bist mein Papa. Du bist das Ding, was ich immer angreifen werde. Scheiß auf die Flag. Mindestens der Blutelfenturm, der gehört auf jeden Fall schon mal uns. Freut mich, dass so ein paar Leute mitgehen und das Ding immer mit einnehmen. Vor allem die arme Heilerin hier wird die ganze Zeit gleich direkt ins Target genommen von drei Leuten. Auch schön zu sehen, dass der Heiler so geschätzt wird in der Community. Nee, aber fürs Erste jetzt so wieder zurück zum BG. Läuft es doch. Wir haben drei Punkte. Ich glaube, wir haben sogar eine Flagge eingenommen. Die Horde interessiert da scheinbar null. Die klatschen sich weiter in der Mitte um die Flagge. Kann man machen, wie gesagt. Aber letztendlich wird ihnen das nicht viel bringen, ne? Wenn man bedenkt, dass wir hier mit drei Punkten deutlich besser bedient sind, als sie nur mit ab und zu mal die Flagge einnehmen. Ja, warte mal. Okay. So, ich lasse dich natürlich nicht in Stich, Kleiner. Keine Sorge, Papa hat dich nicht übersehen. Ich hab dich schon im Blickwinkel. Ist sie tot? Holy Freckles, Alter, die ist tot. Die ist schon tot. Ich wollte gerade sagen, Alter, eigentlich habe ich sie gut verteidigt, aber scheinbar hat das nicht gereicht. So nach dem Motto, das reicht uns noch nicht. Ja, mehr kann ich als Waffenkrieger nicht ausrichten.
Mehr kann ich als Waffenkrieger nicht ausrichten. Ich hatte es ja schon mal im Vorfeld erwähnt. Es ist halt so das Phänomen, ich sehe mehr Furukrieger als Waffenkrieger. Und wie gesagt, wenn man so jetzt so ein bisschen so guckt, so aus meiner Perspektive, wie ich spiele, natürlich ist es noch nicht hundertprozentig perfekt und final, aber es macht mir deutlich mehr Spaß als der Furukrieger. Ich habe zwar den Furukrieger nicht ausprobiert, habe nur ein paar Videos darüber so angeschaut, wie sich der so im PvP spielt, aber von der Spielweise her ist das gar nichts mein. Nicht gar, überhaupt nicht mal meins. Es macht mir gar keinen Spaß. Ich meine, die Waffen sehen cool aus. Seien wir mal ehrlich, die Waffen sehen wirklich schon cool aus, aber das war's auch eigentlich schon. Oh, warte mal, die Heilerin. Keine Sorge, Uschi, ich hab dich einmal in den Stich gelassen, zweimal lasse ich dich jetzt hier nicht hängen. Keine Sorge, ich hab dich schon irgendwo noch im Blickwinkel. Irgendwo hab ich dich... die haut auch einfach so übers Überleben, haut sie weg. Jawohl, hingerichtet, die alte Sau hier. Jetzt wird gerichtet, wie der gute Arthas aus Warcraft 3 immer sagen würde. Genau das, genau dieser Lehre folgen wir ihnen. Es war verrückt geworden, aber scheiß drauf. Scheiß drauf hier. Bam, weggerichtet, alte Socke. Guck mal, und sie schnappen sich zwar immer die Flagge, machen einen Ausgleich, aber guck mal, dadurch, dass wir 3 Punkte haben, bringt ihnen das fürs Erste wirklich null wenig. Also sie machen dann ihre Punkte, aber das holen wir meistens immer durch die drei Flaggenpunkte oder 3 Basen schnell wieder auf. Also es ist... Was? Wow, Alter, der Typ traut sich hierher zu kommen. Der Typ hat Eier in der Hose. Hat ja so gesagt, ja okay, wir throwen mal das Game, Alter. Ich hab keinen Bock mehr, ihr seid einfach zu dumm. Ja, ich geb mal die Flagge ab, so nach dem Motto. Ja gut, kannst du machen. Wir freuen uns auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein Vorsprung, mit dem kann man arbeiten. Hervorragend. Ach, ich liebe den Blutelfenturm. Du bist und bleibst mein absoluter Lieblingspunkt zum Einnehmen. Wenn die Leute natürlich kontinuierlich weiter verteidigen, die anderen Punkte. Magierturm sieht mal wieder so ein bisschen leer aus. Wenigstens der Drehneiturm wird von einer Person verteidigt. Ich sehe auf der anderen Seite zwar niemand, der da jetzt rangeht. Und wir haben immerhin noch die nächste Flagge eingenommen. Aber das reicht schon. Wo sind wir so DPS-technisch? Ey, guck mal, immerhin 5 Kills. Ein paar gestealte, ja gut. man muss auch die Kunst beherrschen, richtig stealen zu können. Das muss man auch beherrschen. Das ist nicht so einfach, wie man sich denkt. Oder so einfach. Alter, Rainbow in the Sky. Heftige geht. Aber immerhin, die Heilung stimmt auf jeden Fall. Die steht hier wie eine 1. Die könnte eigentlich am Schlachtfeld besser gebraucht werden. Entschied sich aber, lieber hier zu bleiben und die Flagge zu verteidigen. Also besser gesagt, die Base. Ist okay. Wie gesagt, ich werde mich darüber nicht beschweren. Ich lasse sie aber hier ein bisschen so alleine. Warte mal, wird sie... Na okay, ich habe sie im Tage. Wenn was passieren sollte, ich drehe gleich direkt um. Und helfe ihr mal auf jeden Fall. Aber fürs Erste, wenn sie halt den Magierturm nehmen, ja gut. Meinetwegen, dann gehen wir halt und holen den Teufelshatcher. Ach, guck mal hier. Guck mal her, ich habe das gesehen hier. Ich weiß doch so, dass du den Typen hier killen willst. Keine Sorge, Brudi. Brudi, wir Allianzler halten zusammen hier. Ich weiß doch, was du willst. Papa hilft dir auf jeden Fall hier. Ja, komm, Klingsturm. Jawohl, lauf weg, alte Ratte. Lauf weg. Eilig müsste ich... Oh, Alter. Ich wollte dich gehen lassen. Ich wollte dich echt gehen lassen, aber du hast mich abgeballert. Du hast mich abgeballert. Du hast den schlimmsten Fehler getan, den du tun konntest. Du hast mich abgeballert. Und das finde ich gar nicht witzig. Finde ich wirklich null witzig. Du kleine Made. So, jetzt wird gerichtet, Alter. Jetzt wird gerichtet, Alter. Das finde ich gar nicht witzig. Ich wollte dich eigentlich noch am Leben lassen. Ich dachte so, ja, der battelt so um sein Leben, läuft um sein Leben. Dann lass dich ihn einfach mal so passieren, aber nicht so. Nicht. Nicht, wenn er einfach so abhaut und mir dann direkt als nächstes eine Lava-Eruption in die Fresse schießt. Dann nicht. Dann nicht. Dann ändert sich meine Denkweise. Dann hau ich dich weg. Kein Problem. So. Der Typ ist hier mal ein bisschen alleine. Wollen wir zusammen kämpfen? Willst du kämpfen? Ach komm, der will kämpfen. Hier, komm. Wenn er, ja, guck mal an, da kommt jetzt schon die ganze Unterstützung. Der Typ kommt auch wieder angetrollt, so nach dem Motto, ah ja, jetzt seid ihr nicht mehr so witzig. Ja klar, sind sie auch nicht. Jetzt sind sie natürlich hier alleine. Es ist so gar nicht so witzig. Jawohl, hauen wir weg hier. Jetzt wird gestealt hier. Bam, bam und weg mit der Ratte. Oh, guck mal an. Nachschlag, gerne, Digga. Gerne, Digga. Gerichtet, wo ich bin, wird gerichtet, Alter. Kein Problem. Das lässt sich sehr einfach einrichten hier. Papa, ich sollte vielleicht so einen Hinrichtungsshop eröffnen. So, Leute, die hingerichtet wurden, kommen zu mir und ich richte sie weg. So wie im guten alten Mittelalter. Da war das noch ganz üblich hier. Ach, die guten alten Mittelalterzeiten. So, Kollege. Wie lange... Oh, ja, klar. Dass ich nicht lache. Okay, gut. Jetzt lache ich vielleicht nicht mehr. Aber jetzt mit dem Klingsturm...
Jawohl, einer tot. Ja, guck mal an, das schaffen wir eigentlich recht locker. Locker flockig, locker flockig, locker flockig. Okay, nicht locker flockig, aber wir schaffen das, denke ich mal. Ich glaube, die Möglichkeiten sind... Oh, außer sie kommt hier die ganze Zeit mit diesen komischen... Ja, es sei denn, es kommen hier... Oh, Digga. Ich, wie oft? Ich habe dich so oft verschont. Eigentlich nicht, aber ich habe dich eigentlich so oft in Ruhe gelassen. Und du willst es einfach nicht akzeptieren. Dann spür den Preis dafür. Dann spür den Preis dafür. Okay, da waren es am Ende zu viele und ich war auch alle am Ende wirklich komplett alleine. Scheiße. Ja gut. Ich weiß gar nicht so, was jetzt in den letzten 3 Minuten passiert ist. Ich habe mich eigentlich nur noch darauf fokussiert, die Leute hier zu richten. Aber es läuft doch auf jeden Fall. 1300 gegen 900. Also irgendwas ist auf jeden Fall richtig gelaufen. Ach ja. Und wir haben die Flagge, wenn wir jetzt den zweiten Punkt in den Drehneiturm einnehmen, dann müsste das eigentlich GG sein. Sehr schön, so habe ich Auge des Sturms in Erinnerung. Wenn man da ist, dann läuft es wie geschnitten Brötchen. Dann läuft es wie so ein schnittes Brötchen. Boom, Alter, da kommt man rein, gleich direkt hingerichtet. ist nicht gerade die Form englischer Art, aber I don't give a fuck. So, gib mal den Punkt ab und dann müsst... Oh, warte mal. Ach komm, den helfen wir doch mal. Was sind wir denn für Kameraden, wenn wir hier nicht mal mithelfen? Ja, nee, kommst nicht weg. Da wollen wir mal ein bisschen hier mitziehen. Mitziehen, mitheilen, mitbringen. Ja, komm. Theoretisch, wenn mir hier jemand bei dem Heiler mal ein bisschen aushilft, was nicht passiert, weil ich hier, glaube ich, komplett allein jetzt nur noch bin. Schade, egal. Dann werde ich halt jetzt mal wieder ins Gras beißen müssen, ne? Gut. Kein Problem. Ich warte auf den Friedhof wieder am Start zu gehen. Kein Problem, ich warte auf jeden Fall. Hervorragend. 75 Punkte. Selbst mit einer Base, das reicht eigentlich schon komplett aus. Da warten wir jetzt eigentlich nur noch darauf, bis die Endglocke eingeläutet wird. So, aber ein Kill will ich mir noch auf jeden Fall holen. Ein Kill und ich weiß schon, welchen ich mir holen werde. Ja, du kleine Drecksack, hast Glück gehabt, dass ich nicht mehr einen weiteren Ansturm hatte. Aber gut, 9 Kills, ein paar gesteelt. Ein paar gestealte, aber wie gesagt, man muss auch es beherrschen, richtig stealen zu können. In dem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, see ya, Leute.